Liebe Grüße hier aus Berlin. Es läuft gerade die dritte Sitzungswoche des Deutschen Bundestags in diesem Jahr. Und in Zukunft will ich euch ein bisschen besser mitnehmen, um was es hier eigentlich geht. Diese Woche mit einem Fokus auf die Bundeswehrmission im Mittelmeer, Sea Guardian. Sea Guardian ist eine NATO-geführte Sicherheitsoperation im Mittelmeerraum. Gedeckt von UN-Resolutionen geht es dabei darum, einen Beitrag zur Seeraumüberwachung und zum Kampf gegen Terrorismus und Waffenschmuggel zu leisten. Und angepasst wurde er an erster Stelle darin, dass von 650 die Obergrenze der möglichen eingesetzten Soldatinnen und Soldaten auf 550 heruntergesetzt wurde. Und dass die Möglichkeit, Ausbildungsmissionen für Küstenwache innerhalb dieses Mandats rausgenommen wurde. Und mit diesen Verbesserungen können wir Grüne dieses Mal diesem Mandat zustimmen. Großes Danke an unsere Außenministerin Annalena Baerbock und den Staatsminister Tobias Lindner. Wenn ihr noch Fragen zu diesem Mandat oder zu einem anderen Thema hier im Bundestag habt, dann meldet euch sehr gerne und dann bis bald.